Hier, Achter, Oppenheim-Schule, wir danken den Tune und LSVD, das unser, für euch, unser Song für euch. Ich lauf mit meinen Jungs auf der Straße, jeden Abend checken wir die Lage. Als es anfing, war ich gerade mal 8 Jahre. Da begann die respektlose Sprache. Dummkopf, Blödmann, Arschloch, Spast. Wir haben uns darüber nie Gedanken gemacht. Schwuchtel, Bastard, Opfer oder Wichser. Irgendwelche Grenzen gab es dabei nicht mehr. Bin ich sauer auf jemanden? Sag ich, du bist schwul. Passiert irgendwas Blödes? Sag ich, das ist schwul. Und verpasse ich meinen Bus, ist das was natürlich schwul. Schlechte Mucke, schlechte Schuhe, schlechte Noten, alles schwul. Ist ja alles nicht so ernst, ist ja alles nur ein Spaß. Ich meine auch nicht behindert, wenn ich sage, ey, du Spaß. Und irgendwie sind Schwule auch komisch und anders. Ich hoffe, dass mich nie einer von ihnen anmacht. Hat mich dafür nie interessiert, was diese Worte wirklich heißen. Wie sie Menschen schwer verletzen, ihre Herzen fast zerreißen. Doch jetzt habe ich begriffen und versuche, was zu ändern. Alles, was ich dafür brauchte, war ein Schwulen kennenzulernen. Hat mich dafür nie interessiert, was diese Worte wirklich heißen. Wie sie Menschen schwer verletzen, ihre Herzen fast zerreißen. Doch jetzt habe ich begriffen und versuche, was zu ändern. Alles, was ich dafür brauchte, war ein Schwulen kennenzulernen. Eines Tages kam mein bester Freund zu mir und erzählte, dass er sich für Männer interessiert. Zuerst war ich geschockt, wie konnte ich das nicht bemerken? Wie lange schon? Was soll aus unserer Freundschaft werden? Wir kennen uns so lange, schon seit Kindertagen. Und erst jetzt hab ich davon erfahren. Zuerst dachte ich drüber nach, die Freundschaft zu beenden. Doch steht er vor mir, seh ich noch denselben Menschen. Derselbe Mensch, mit dem ich so viel erlebt hab. Scheiße gebaut, erste Kippe auf dem Spielplatz. Egal auf wen er steht, unsere Freundschaft bleibt. Doch mit ein paar von unseren Leuten gab es darüber Streit. Wenig respektiert, auf den kann ich oft verzichten. Welche Gründe habt ihr eigentlich, über ihn zu richten? Mir fällt wirklich nichts mehr ein, was ich dazu sagen soll. Doch eins weiß ich, von eurem Mist hab ich die Nase voll. Hab mich dafür nie interessiert, was diese Worte wirklich heißen. Wie sie Menschen schwer verletzen, ihre Herzen fast zerreißen.